Willkommen zur Einführung in Informatik für Geisteswissenschaftler. Dieses Video ist entstanden im Rahmen der gleichnamigen Veranstaltung an der Universität Paderborn. In diesem Video werden wir uns noch ein wenig mehr mit der Registermaschine beschäftigen. Wir hatten uns schon angeschaut, wie die Registermaschine aufgebaut ist, welche Befehle sie beherrscht und hatten gesehen, dass das sehr wenige sind. Dennoch können wir mit denen durchaus einiges anfangen. Tatsächlich ist sie vom Prinzip her ein vollwertiger Computer, wenn auch nur ein theoretischer. Wir hatten dann im letzten Video bereits ein Beispiel gesehen, wie man ein einfaches Programm für die Registermaschine schreiben kann. Dort haben wir eine Folge von Zahlen zueinander addiert. Es konnten beliebig viele Zahlen auf dem Eingabeband stehen, die dann durch eine Null abgeschlossen wurden. Die Registermaschine hat diese Zahlen eingelesen, die Summe dieser Zahlen berechnet und ausgegeben. In diesem Video wollen wir ein weiteres Beispiel kennenlernen, nämlich wie wir mit der Registermaschine potenzieren können. Dafür wird die Eingabe ein ganzes Stück einfacher sein als beim letzten Mal, denn hier besteht sie natürlicherweise nur aus zwei Zahlen. Wir müssen also die Eingabe nicht bis zu einem bestimmten Endezeichen hinlesen, sondern wissen genau, dass wir zwei Zahlen als Eingabe erwarten können, nämlich eine Basis und einen Exponenten. Die erste Zahl, die wir in der Eingabe erwarten, ist dann die Basis, das könnte beispielsweise eine 5 sein. Anschließend erwarten wir dann als zweite Zahl in der Eingabe, also in der zweiten Zelle des Eingabebands, den Exponenten, das könnte dann beispielsweise eine 4 sein. Was wir dann berechnen wollen, ist 5 hoch 4. So einfach, wie das zunächst klingt, so schwierig ist das aber für die Registermaschine, denn diese besitzt keinen Potenzierungsbefehl. Das Einzige, was wir an Rechenoperationen haben, sind die 4 arithmetischen Befehle zum Addieren, Subtrahieren, Multiplizieren und Dividieren. Also müssen wir einmal einen kurzen Moment nachdenken, wie wir das hinkriegen, dass wir auch potenzieren können. Die Antwort ist zum Glück nicht ganz schwierig. Potenzieren ist ja nichts anderes als fortgesetztes Multiplizieren. Das heißt, wenn wir also 5 hoch 4 berechnen wollen, müssen wir einfach rechnen 5 mal 5 mal 5 mal 5. Der Exponent gibt also an, wie oft wir die 5 mit sich selber multiplizieren müssen. Und das ist auch schon unser ganzes Vorgehen, das wir gleich wählen werden. Wir werden den ersten Wert, die Basis, einlesen und in einem Register speichern. Irgendwo müssen wir ihn uns merken. Wir werden dann einen zweiten Wert, den Exponenten, einlesen und werden auch den in einem Register speichern. Den Akkumulator, das Register 0, müssen wir uns immer frei halten, weil wir nur dort rechnen können. Die Multiplikation werden immer im Akkumulator stattfinden müssen. Wir können uns also nicht darauf verlassen, dass ein Wert erhalten bleibt, wenn wir ihn dort ablegen. Denn wir müssen ja gleich eine ganze Menge rechnen. Und zwar werden wir zwei Dinge berechnen müssen. Zum einen müssen wir das Ergebnis, die Potenz, berechnen. Zum anderen müssen wir mitzählen, wie oft wir schon multipliziert haben. Wenn wir unsere Potenz bilden wollen, müssen wir genau Exponent mal, in dem genannten Beispiel also 4 mal, multiplizieren. Und das müssen wir uns natürlich merken, denn wir müssen ja irgendwann wissen, wann wir fertig sind. In einem weiteren Register werden wir dann das Ergebnis speichern. Das müssen wir natürlich Schritt für Schritt aufbauen. Dort werden wir dann die Multiplikation nacheinander durchführen und müssen dafür dieses Register geeignet vorbelegen. Am geschicktesten legen wir es mit dem Wert 1 vor, denn 1 ist das neutrale Element bezüglich der Multiplikation. Wenn wir dort eine 0 hineinschreiben würden und würden anschließend mit irgendetwas multiplizieren, würde dort ja immer 0 stehen bleiben. Wenn wir aber die 1 wählen und in dem genannten Beispiel mit 5 multiplizieren, steht dann dort nach der ersten Runde 5, nach der zweiten 5 mal 5, also 25, nach der dritten 5 mal 5 mal 5, also 125 und nach der vierten Runde 5 mal 5 mal 5 mal 5, also 625. Damit wir dann auch wissen, dass Feierabend ist, dass wir die Rechnung vollständig durchgeführt haben, müssen wir den Exponenten dabei herunterzählen. Zu Beginn wissen wir, dass wir die Multiplikation exponentmal durchführen müssen, also exponent viele Runden benötigen. Im Beispiel also 4. Nach der ersten Runde haben wir eine Runde weniger vor uns, also 3 im Beispiel. Nach einer weiteren Runde haben wir noch 2 Runden, haben wir 2 Runden weniger, also noch 2 vor uns. Nach der nächsten Runde haben wir 3 Runden weniger vor uns als zu Beginn, also nur noch eine vor uns. Und dann haben wir noch 0 Runden vor uns, das heißt, wir sind fertig. Die Berechnung ist also dann abgeschlossen, wenn der Exponent bis auf 0 heruntergezählt wurde. Dieses Verfahren wollen wir jetzt als Pseudocode, als einen Algorithmus aufschreiben. Wir lesen zunächst in Zeile 1 den ersten Wert ein. Wir nennen ihn b, denn das ist die Basis. Wir lesen als nächstes den zweiten Wert ein. Das ist der Exponent, wir nennen ihn e. Wir nehmen uns dann ein weiteres Register her, das nennen wir mal z, und dort speichern wir unser Zwischenergebnis. Aber der Name ist natürlich wie immer Schall und Rauch und wird in unserem Programm natürlich gar nicht mehr auftauchen. Am Ende wird dieses Register natürlich das Ergebnis enthalten, bis dahin aber haben wir hier nur Zwischenergebnisse, deshalb habe ich hier diesen Namen gewählt. Wir könnten es auch Hinz oder Kunz nennen oder wie auch immer. Als erstes müssen wir jetzt überprüfen, ob der Exponent, den wir auf dem Band gelesen haben, eine 0 ist. Wenn ja, dann würden wir irgendeine Zahl hoch 0 rechnen wollen und müssten also 1 ausgeben, denn irgendetwas hoch 0 ist immer 1, unabhängig vom Wert der Basis. Naja, dann machen wir doch auch genau das. Überprüfen wir also als erstes den Exponenten und wenn der 0 ist, geben wir 1 aus. Wenn das aber nicht der Fall ist, und das ist natürlich der spannendere Fall, für den wir uns jetzt überlegen, wie wir vorgehen, multiplizieren wir die Basis b mit dem Zwischenergebnis z. Wenn wir bei dem Beispiel bleiben, steht im Zwischenergebnis die 1, die wir nun mit 5 multiplizieren und als neues Zwischenergebnis speichern. Nach diesem Schritt steht also nun 5 im Zwischenergebnis.
Es ist wieder hilfreich, auf Papier mitzuschreiben, welche Werte wir an welcher Stelle haben, während ich das hier erzähle. Schreibt euch also einfach ein B, ein E und ein Z auf Papier und daneben, welche Werte diese gerade haben. Das B hat also jetzt den Wert 5, nach wie vor, und das wird sich auch nicht ändern. E hat den Wert 4 in unserem Beispiel, das ich gerade durchspiele, und Z hat am Anfang den Wert 1 gehabt und ist jetzt im Schritt 6 auf 5 gesetzt worden. Jetzt reduzieren wir den Exponenten e um 1. Aus der 4 in dem e wird jetzt eine 3. Wir überprüfen, ob dieser Wert größer als 0 ist. Das ist der Fall, also springen wir zum Schritt 6 zurück und machen dasselbe wie eben erneut. Wir müssen also wieder die Basis b hernehmen, 5, multiplizieren sie mit dem Zwischenergebnis, dort steht mittlerweile ja auch 5. Das ergibt 25 und diesen neuen Wert speichern wir wieder als z, das also jetzt den Wert 25 hat. Nun reduzieren wir den Wert von e wieder um 1. In e steht im Moment eine 3, wir reduzieren das um 1, sodass dort nun eine 2 steht. Wir überprüfen wieder, ob e noch größer als 0 ist. Wenn ja, springen wir wieder zu Schritt 6. Der besagt, dass wir die Basis 5 nehmen und mit dem Zwischenergebnis 25 multiplizieren. Das ergibt 125 und diesen Wert speichern wir als neues Zwischenergebnis z. In z steht also jetzt 125. Wir reduzieren wieder den Exponenten e. Dort steht im Moment eine 2, wir reduzieren dies um 1, dann steht dort noch eine 1. Wir überprüfen, ob das größer als 0 ist. Das ist offensichtlich der Fall. Also springen wir wieder zu Schritt 6. Dort multiplizieren wir wieder die Basis b, 5, mit dem Wert von z. Das ist im Moment 125. Dabei kommt 625 heraus und diesen Wert speichern wir als neues Zwischenergebnis in z. Jetzt reduzieren wir wieder e um 1. Dort steht im Moment der Wert 1. Dies um 1 reduziert ergibt 0. Wir überprüfen wieder, ob e größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall, denn e ist ja gleich 0. Also wiederholen wir nicht ab Schritt 6, sondern springen zu Schritt 9. Dort steht, dass wir das Ergebnis z ausgeben sollen, also 625. Und oh Wunder, 5 hoch 4 ist tatsächlich 625. Unser Algorithmus hat zumindest in diesem Beispiel schon mal richtig gerechnet. Für andere Beispiele kann man sich jetzt entsprechend überlegen, ob das auch dort klappt, beziehungsweise ob es immer klappt. Man könnte das auch einmal durchspielen für den Fall, dass e von vornherein schon 0 gewesen wäre. Und wir werden sehen, ja, das klappt tatsächlich. Wer mir das nicht glaubt, muss es halt selber ausprobieren. Diesen Algorithmus können wir als Menschen jetzt also durchspielen und er ist ziemlich eindeutig für uns. Aber wir sind wieder noch nicht so weit, dass wir ihn unmittelbar in eine Maschine eingeben könnten. Unsere Registermaschine beherrscht ja nur diese elementaren 12 Befehle und davon sind wir hier noch ein ganzes Stück entfernt. Wir müssen nun wieder den Weg gehen, dass wir das jetzt auf die Maschine runterbrechen, in den Maschinencode übersetzen. Als Zwischenstufe machen wir das wieder wie im letzten Video und erstellen ein Ablaufdiagramm, in dem wir den Algorithmus, wie wir ihn gerade formuliert haben, hier auf dem grauen Hintergrund zu sehen, in dieser grafischen Form umsetzen. Wir beginnen wie üblich am Start, das ist immer eine gute Idee. Wir lesen den Wert von der Eingabe ein und speichern ihn in B. Dann lesen wir erneut die Eingabe und das ist der Wert, den wir in e speichern. Damit haben wir jetzt diese beiden Werte also gespeichert und unsere komplette Eingabe eingelesen. Mit diesen Werten werden wir jetzt weiterrechnen. Also im Beispiel war b gleich 5 und e gleich 4. Jetzt kommt Schritt 3, der darin besteht, dass wir z, unser Zwischenergebnis, initialisieren, also auf den Wert 1 setzen. Als nächstes sagt die Zeile 4, dass wir überprüfen sollen, ob e gleich 0 ist. Wenn das der Fall ist, gehen wir in den Ja-Zweig, e ist also in diesem Fall gleich 0, und geben 1 aus. Dann halten wir an und unser Programm ist am Ende. Wenn das aber nicht der Fall ist, müssen wir jetzt diesen Schritt 6 ausführen, der besagt, dass wir z auf b mal z setzen. Wir sollen also b mal z berechnen und den Wert wieder in z speichern. Das ist mit dieser Formulierung gemeint. Anschließend sollen wir e um 1 vermindern, das heißt wir rechnen e minus 1 und speichern den Wert wieder in e. Nun müssen wir überprüfen, ob e größer als 0 ist. Das ist die Zeile 8. Wenn das der Fall ist, wenn e größer als 0 ist, sollen wir zu Schritt 6 zurückspringen. Und das ist genau dieser Befehl, setze z auf b mal z. Diese drei Blöcke werden jetzt so lange wiederholt, bis e nicht mehr größer als 0 ist. Wir haben hier wieder eine Schleife, wir drehen uns also gewissermaßen immer im Kreis, aber nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Denn wenn diese Bedingung e größer als 0 nicht irgendwann mal nicht erfüllt wäre, dann hätten wir ein Problem. Dann würde unser Programm ewig lange im Kreis laufen und das wollen wir nicht. Das Programm soll ja irgendwann zum Ende kommen. Wenn aber e in jeder Runde um 1 reduziert wird, bedeutet das, dass wir irgendwann auch am Ziel angekommen sind. Und was machen wir dann? Das ist der Schritt 9 hier links. Wir geben z nun aus. Und anschließend können wir anhalten. Damit sind wir also soweit durch. Aber wir sind immer noch nicht beim Maschinencode angelangt. Als nächstes müssen wir uns wieder überlegen, wo wir unsere Werte speichern. Ich hatte eben schon gesagt, dass wir b und e jeweils in einem Register speichern müssen und wir uns außerdem für das Zwischenergebnis ein Register reservieren müssen.
Dafür können wir uns beliebige Register aussuchen und ich nehme mir einfach mal die Register 1, 2 und 3. Im Register 1 soll der Wert von b gespeichert werden, in unserem Beispiel die 5. Im Register 2 soll der Wert von e gespeichert werden, in unserem Beispiel also die 4. Und im Register 3 soll unser Zwischenergebnis z gespeichert werden. Dort wird unser Ergebnis Runde um Runde aufgebaut. Am Anfang werden wir also dort die 1 hineinschreiben, dann werden wir multiplizieren, bis wir irgendwann beim Ergebnis b hoch e angekommen sind, in unserem Beispiel also bei 625. Dann können wir diese Befehle jetzt übersetzen. Der erste Befehl, Eingabe von B, bedeutet, dass wir auf dem Eingabeband lesen sollen. Das ist der Befehl read. Und wohin sollen wir lesen? Der Wert soll gespeichert werden in dem Register, das wir uns für B reserviert haben, also im Register 1. Wir könnten die Eingabe auch erst in den Akkumulator lesen, dann würden wir read 0 schreiben und müssten dann einen Befehl store 1 anschließen. Das macht dasselbe, nur ein bisschen komplizierter. Wir machen es uns einfacher, indem wir den Wert aus der Eingabe direkt in das Register 1 einlesen. Wenn ihr noch einmal in die Befehle der Registermaschine schaut, werdet ihr sehen, dass dies ein erlaubter Befehl ist, ein Befehl, der im Befehlssatz der Registermaschine enthalten ist. Analog dazu lesen wir jetzt den nächsten Wert ein. Read 2 heißt, dass wir den Wert dort, wo der Eingabekopf jetzt gerade steht, lesen und im Register 2 speichern. Jetzt wollen wir das Register 3 initialisieren, also vorbelegen. Wir sollen ja z auf 1 setzen. Wir müssen im Register 3 also jetzt den Wert 1 speichern. Wie machen wir das? Das geht nicht direkt, weil es einen solchen Befehl schlicht und ergreifend nicht gibt. Stattdessen müssen wir zunächst einen Wert in den Akkumulator laden, die 1, also load gleich 1. Wichtig ist das Gleichheitszeichen an der Stelle. Load 1 würde den Wert aus Register 1, also unsere Basis, laden. Das wollen wir aber nicht. Wir laden also die Zahl 1 in unseren Akkumulator und müssen diese dann anschließend in Register 3 speichern. Wir schreiben also load gleich 1, store 3. Das sorgt dafür, dass jetzt im Register 3, also in z, der Wert 1 steht. Jetzt müssen wir überprüfen, ob unser Exponent den Wert 0 hat. Was müssen wir dazu machen? Dazu müssen wir zunächst einmal e in den Akkumulator holen, denn unsere Vergleiche funktionieren immer nur mit dem Akkumulator. Andere Registerinhalte können wir nicht vergleichen. Wir müssen also jetzt den Wert von e in den Akkumulator holen, das heißt load 2, und können dann überprüfen, ob dieser Wert gleich 0 ist. Jump 0. Und das ist genau das, was wir hier machen. Hinter dem Jump 0 müssen wir natürlich noch angeben, in welche Zeile wir springen. Wir haben hier in diesem Blockdiagramm wieder noch keine Zeilennummern, aber die Pfeile zeigen uns hier an, wohin wir wollen. Nun betrachten wir zunächst wieder den einfachen Fall, nämlich dass e gleich 0 ist, also den Ja-Zweig. Dann gehen wir hier in diesem Diagramm nach rechts, wo Ausgabe 1 steht. Wir sollen also den Wert 1 ausgeben. Wie geben wir einen Wert aus? Wir benutzen den Befehl write. Und wie geben wir den Wert 1 aus? Wir schreiben dort gleich 1. Würden wir write 1 schreiben, hätten wir den Wert aus Register 1 ausgegeben, also den Wert von b. Das wäre im Beispiel eine 5 und damit offenbar falsch. Wir müssen also die Zahl 1 ausgeben, also write gleich 1. Dann können wir anhalten. Das ist eine unserer leichtesten Übungen. Was ist aber, wenn die Bedingung nicht erfüllt ist? Das ist ja der Fall in dem Zweig links. Dann müssen wir jetzt so vorgehen, dass wir z auf b mal z setzen. Da müssen wir jetzt mal einen kleinen Moment drüber nachdenken, wie das denn geht. Wir können die Multiplikation nicht direkt im Register 3 durchführen, indem wir das Ergebnis dieser Multiplikation eigentlich stehen haben wollen. Deshalb müssen wir also zunächst den Wert von b in den Akkumulator holen. Diesen Wert können wir dann mit dem Wert aus Register 3, also z, multiplizieren. Damit haben wir also gerade b mal z gerechnet, aber noch steht das im Akkumulator. Die Anweisung besagt aber, dass wir das Ergebnis der Multiplikation wieder zurückspeichern sollen in das Register, in dem z gespeichert ist, also in das Register 3. Wir führen also folgende Befehle aus. Load 1, mult 3, store 3. Wir laden den Wert aus Register 1, b, in den Akkumulator. Wir multiplizieren ihn mit dem Wert aus Register 3, z. Und wir speichern das Ergebnis, das jetzt im Akkumulator steht, wieder im Register 3, also in z. Damit haben wir genau diesen Befehl ausgeführt, der hier eben stand. Setze z auf b mal z. Jetzt müssen wir ein ähnliches Vorgehen wählen, um e zu reduzieren. Auch das können wir wieder nicht direkt im Register. Wir können nicht einfach sagen, reduziere den Wert im Register 2 um 1. Stattdessen müssen wir wieder den Wert aus Register 2 laden. Load 2, dann 1 subtrahieren, sub gleich 1, wieder wichtig das Gleichheitszeichen, da wir nicht den Wert aus Register 1 abziehen wollen, sondern die Zahl 1. Wir vermindern also e um 1 und müssen den Wert wieder in dem Register für e speichern, also store 2. Load 2, sub gleich 1, store 2. Auch wieder so eine Dreifaltigkeit von Befehlen, die wir hier ausführen. Jetzt müssen wir wieder überprüfen, ob unser Exponent immer noch größer als 0 ist. Was müssen wir also tun? Wir laden den Exponenten aus Register 2 in den Akkumulator, load 2, und nehmen jetzt den Vergleich jump greater than 0 vor. Auch da fehlt wieder noch die Zeilennummer. Die müssen wir uns gleich noch überlegen. Jetzt kümmern wir uns erst wieder um den Ja-Zweig. Da müssen wir gar nichts weiter machen in unserem Ablaufdiagramm, denn in dem Fall springen wir einfach zu den drei Anweisungen dort oben zurück.
Wenn unsere Bedingung irgendwann nicht mehr erfüllt ist, das ist nun der letzte Ast, der uns da unten noch fehlt, müssen wir jetzt Z ausgeben. Z steht im Register 3. Wir können jetzt erst einmal den Wert aus Register 3 in den Akkumulator laden und diesen Wert dann ausgeben, also load 3 write 0 schreiben. Oder wir machen es uns einfacher, weil der write-Befehl ja erfreulicherweise auch die Angabe eines Registers erlaubt. Wir können also einfach write 3 sagen. Dann wird der Wert aus Register 3 auf das Ausgabeband geschrieben. Beachtet noch einmal den wichtigen Unterschied. Oben steht write gleich 1, hier unten write 3. Oben wird der angegebene Wert, also 1, ausgegeben. Unten wird der Inhalt eines Registers ausgegeben, also der Wert, den wir dort berechnet und gespeichert haben. Dann können wir anhalten. Jetzt müssen wir diesen Code natürlich wieder linearisieren, denn noch sind wir nicht in der Maschine angekommen. Das Diagramm ist zwar ganz hübsch und erhält schon praktisch alles Wesentliche, aber das können wir so nicht in die Maschine eingeben, sondern müssen die Befehle hintereinander schreiben. Und das machen wir, indem wir jetzt von oben nach unten vorgehen. Der erste Befehl lautet read 1, der nächste read 2, dann kommt load gleich 1, store 3, load 2 und jump 0. Wohin, wissen wir im Moment noch nicht. Hier muss man immer einen Trick beachten, denn was man bei der Linearisierung des Diagramms zunächst hinter das Jump Zero schreibt, ist der Nein-Zweig, denn mit dem Jump Zero springen wir gewissermaßen weg. Wir springen ja, wenn die Bedingung erfüllt ist. Wir werden uns daher um den Ast rechts ganz am Ende kümmern und dann wissen wir auch, in welche Zeile wir da gehen. Wir würden jetzt im Code also erst einmal die Anweisung aus dem Nein-Zweig aufschreiben. Jetzt kommen demnach load 1 mult 3 store 3, anschließend load 2 sub gleich 1 store 2, dann load 2 und jump greater than 0, da müssen wir noch gucken, wo genau wir hinspringen müssen. Das ist hier der Befehl load 1, aber dessen Zeilennummer kennen wir jetzt noch nicht. Hinter das jump greater than 0 können wir dann als nächstes unsere beiden Befehle write 3 und halt schreiben. Und dann können wir ganz ans Ende noch die beiden bislang nicht beachteten Befehle aus dem ersten Jahrzweig rechts schreiben, write gleich 1 und halt. Dann sieht das ganze Programm in der Linearisierung also so aus, dass wir die Befehle jetzt wie eben gesagt hintereinander stehen haben. Und wenn ihr da in Zeile 5 schaut, seht ihr jump 0 16. Da habe ich jetzt die Zeilennummer ergänzt, indem ich einfach unten nachgesehen habe, in welcher Zeile nun diese Anweisungen write gleich 1 und halt stehen. Und dann haben wir natürlich noch das jump greater than 0. Da müssen wir zurückspringen zu der Stelle, wo das load 1 direkt auf das jump 0 folgte, und das ist die Zeile 6. Diese beiden Zeilennummern habe ich dann hier noch ergänzt. Ihr seht hier außerdem etwas, das ich auch im letzten Video schon so gemacht habe, ohne es aber zu erläutern. Hinter diesen zwei Schrägstrichen habe ich immer Kommentare angegeben. Da steht immer eine Beschreibung, was hier an dieser Stelle in dem Befehl gerade passiert. Das ist etwas, das ihr euch auch angewöhnen solltet. Wir verlangen das sowohl in den Übungsaufgaben als auch in den Klausuren von euch, weil diese Programme sehr schwer nachzuvollziehen sind, wenn man nur diesen Maschinencode ohne jeglichen Kommentar hat. Deshalb müsst ihr das immer dazu schreiben. Das hilft euch auch selber, wenn ihr in 14 Tagen oder bei der Klausurvorbereitung dann noch einmal in eure eigenen Abgaben guckt. Sonst versteht ihr da ziemlich sicher selber nicht mehr, was ihr gemacht habt. Deshalb sollten diese Kommentare immer auf so einem Niveau sein, dass sie euch selber noch einmal erklären, was ihr da getan habt. Auch die Tutorinnen und Tutoren verstehen dann besser, was ihr gemacht habt, wenn wir eure Übungsabgaben und Klausuren korrigieren. Ich werde das Programm wieder von Hand durchspielen und gehe dazu wieder rüber an meine Registermaschine. Dann gucken wir mal, ob das Programm zumindest für das eben gegebene Beispiel das richtige Ergebnis liefert. Ob es das auch für andere Eingaben tut, könnt ihr dann mal in Ruhe überlegen und natürlich auch mit anderen Eingaben ausprobieren. Dann wollen wir unsere Registermaschine einmal laufen lassen. Wir haben hier den Anfang des Programms. Hier haben wir das Eingabeband mit dem Lesekopf, der auf der ersten Zelle steht, mit der Eingabe, mit der Beispieleingabe, die wir eben auch schon betrachtet haben. Also die Basis und der Exponent werden das hier gleich sein. Hier unten haben wir das Ausgabeband, das leer ist, und unsere Register sind auch wieder leer. Wir wollen also jetzt gleich 5 hoch 4 berechnen und dabei sollte dann wie eben auch 625 herauskommen. Probieren wir das also aus, ob das Ganze auch funktioniert. Mit read 1 ist der erste Befehl. Read heißt, wir sollen vom Eingabeband lesen. Wir gucken also nach, dort steht eine 5, die merken wir uns wieder. Der Eingabekopf wandert einen weiter. Wir haben jetzt die 5 noch im Kopf. Wo sollen wir sie hinschreiben? Hier steht es immer, wir hatten beim letzten Mal immer in den Akkumulator gelesen, hier steht aber, wir sollen das im Register 1 speichern. Das heißt also, hier steht jetzt die 5 drin. Und ich schreibe mir hier mal daneben, dass das jetzt tatsächlich eben unsere Basis ist. B hatten wir die eben immer genannt. So, dann ist der erste Befehl abgearbeitet. Der nächste Befehl kommt. Read 2. Wir sollen also wieder gucken, was steht wo unser Eingabekopf gerade steht. Read. Wir lesen eine 4. Wir merken uns die im Kopf. Der Eingabekopf wandert einen weiter. Was machen wir mit dem gerade gelesenen Wert? Wir speichern ihn in Register 2. Das heißt also, hier steht jetzt die 4 drin. Und das ist unser Exponent, wie wir uns vielleicht erinnern. Dann kommt der nächste Befehl. Load gleich 1. Es wird also load heißt, in den Akkumulator wird etwas geladen. Was wird geladen? Der Wert 1. Load 1 hieße der Wert aus Register 1. Load gleich 1 heißt, die Zahl 1 wird geladen. Also steht hier jetzt eine 1 drin. Und diese 1 sollen wir, so sagt der Befehl Nummer 3,
anschließend im Register 3 speichern, Store 3. Der Wert aus dem Akkumulator soll im Register 3 gespeichert werden. Und das soll, hatten wir eben uns überlegt, unser Zwischenergebnis sein, indem wir das Resultat berechnen wollen. Jetzt kommt als nächstes der Befehl Load 2. Load 2 besagt, dass wir den Wert aus Register 2 in den Akkumulator laden. Wir haben also hier jetzt eine 4 stehen. Und wir überprüfen, ob im Akkumulator eine 0 steht, Jump 0 16. Das ist keine 0, also springen wir nicht in Zeile 16, die wir hier auch gar nicht sehen im Moment, sondern wir machen mit dem nächsten Befehl weiter, also mit dem Befehl Load 1. Jetzt lesen wir als nächstes den Wert aus Register 1 und kopieren ihn in den Akkumulator. Das heißt also, hier haben wir jetzt die 5 stehen. Dann multiplizieren wir den Wert im Akkumulator mit dem Wert in Register 3. Das ist im Moment eine 1. 5 mal 1 ergibt 5. Und dann heißt das, hier kommt also eine neue 5 hinein. Und wir speichern den Wert jetzt in Register 3. Wir sehen hier, wir haben jetzt also einmal 5, einmal die Basis, mit einmal hier zunächst mal mit 1 multipliziert. Mehr ist noch nicht passiert. Jetzt laden wir als nächstes den Wert aus Register 2, das ist der Exponent, den laden wir jetzt in den Akkumulator. Dann haben wir hier also den Wert 4 stehen. Wir subtrahieren 1, dann haben wir hier also eine 3 als nächstes stehen. Und wir speichern diesen Wert wieder im Register 2. Das heißt, wir haben jetzt also mit diesen drei Befehlen gerade den Wert von e, den Exponenten, um 1 reduziert. Und um so viel, wie wir jetzt e bislang reduziert haben, so viel haben wir hier auch schon potenziert. Wir haben einmal reduziert und wir haben hier 5 hoch 1 mittlerweile als Zwischenergebnis stehen. Das werden wir gleich noch weiter verfolgen, wie sich das weiterentwickelt. Wir laden wieder den Wert aus Register 2. Wir laden wieder eine 3 hier hinein. Die könnte ich jetzt wegwischen und neu hinschreiben, spare ich mir aber. Und wir überprüfen, ob der Wert, der hier steht, eine 0 ist. Das ist nicht der Fall. Also springen wir zurück zu Zeile 6. Da steht nun, dass wir den Wert aus Register 1 wiederum laden sollen. Wir laden also unsere Basis erneut. Jetzt multiplizieren wir die Basis mit dem Wert in Register 3. 5 mal 5 also den Wert im Akkumulator mit dem Zwischenergebnis. 5 mal 5, das ergibt 25. Entschuldigung, hier bleibt natürlich die 5 stehen. So, und jetzt kommt Store 3, das heißt, jetzt speichern wir den Wert, der im Akkumulator steht, wieder im Register 3, das heißt, hier kommt jetzt eine 25 hinein. Wir laden wieder den Wert aus Register 2, das ist der Exponent, der hat im Moment den Wert 3. Wir subtrahieren davon 1, da haben wir ja eine 2 stehen, und wir speichern diesen Wert wieder hier im Register 2. Das heißt, wir haben jetzt wieder mit den drei Schritten den Exponenten um 1 reduziert. Insgesamt haben wir den Exponenten jetzt um 2 reduziert. Und hier haben wir mittlerweile 5 hoch 2, also Basis hoch 2 stehen. Wir merken also, da gibt es ein Schema. Load 2, wir laden also wieder den Wert hier oben hinein. Ich spare mir das Auswischen und Neuschreiben wieder. Wir überprüfen als nächstes, ob der Wert im Akkumulator eine 0 ist. Das ist nicht der Fall. Beziehungsweise ob der Wert größer als 0 ist, sollen wir überprüfen. Das ist der Fall, also springen wir hier oben hin zu Zeile 6 und führen die Zeile 6 wieder aus. Wir laden also wieder den Wert aus Register 1, sprich unsere Basis. Wir multiplizieren, das soll eine 5 sein, wir multiplizieren den Wert mit dem Wert in Register 3, 25, 5 mal 25 ergibt 125. Und wir speichern diesen Wert wieder in Register 3. Das heißt, also wir haben hier jetzt offensichtlich 5 hoch 3 mittlerweile drinnen stehen. Wir laden den Wert aus Register 2, das ist der Wert 2 jetzt gerade mal zur Abwechslung. Wir subtrahieren davon wieder 1, das heißt, wir haben hier wieder eine 1 stehen. Und wir speichern den Wert wieder in Register 2. Das heißt also, auch hier steht jetzt eine 1, wieder die drei Schritte, mit denen wir e um 1 reduziert haben. Wir laden den Wert aus Register 2, also kommt hier wieder eine frische 1 hinein. Wir überprüfen, ob der Wert, der hier steht, größer als 0 ist. Das ist der Fall, also springen wir zurück zu Zeile 6. Da laden wir wiederum den Wert aus Register 1, das heißt wieder die 5. Wir multiplizieren das mit dem Wert in Register 3, 125. 5 mal 125 ergibt 625. Und wir speichern diesen Wert wieder in Register 3. Das heißt also, hier haben wir jetzt mittlerweile tatsächlich 5 hoch 4 drinnen stehen. 4 mal mit sich selber multipliziert. Wir laden wieder den Wert des Exponenten, also den Wert aus Register 2. Wir reduzieren diesen um 1.
Und wir speichern den reduzierten Wert wieder in Register 2. Das heißt, wir haben also jetzt hier e wieder um 1 reduziert. Der Exponent ist jetzt also 4 mal runtergezählt worden. Und hier haben wir mittlerweile b hoch 4 stehen. Also b hoch genau so oft, wie wir hier jetzt runtergezählt haben. Wir laden wieder den Wert aus Register 2 in den Akkumulator. Passiert, also wird wieder eine frische 0 geladen sozusagen. Wir überprüfen, ob der Wert, der hier steht, größer als 0 ist. Das ist nicht der Fall. Also springen wir nicht zurück zur Zeile 6, sondern gehen stattdessen weiter in Zeile 14. Also mit der nächsten Zeile machen wir weiter. Da steht jetzt write 3. Das heißt, wir sollen den Wert nehmen, der in Register 3 steht. Das ist die 625 und schreiben an der Stelle, wo unser Ausgabekopf steht, hin. Der Ausgabekopf wandert um einen weiter. Der Befehlszähler wandert um einen weiter, die Maschine hält an und wir sind fertig. Wir haben also hier jetzt tatsächlich E heruntergezählt von 4 auf 0. B ist erhalten geblieben, da hat sich nichts dran geändert. Und das Zwischenergebnis, da haben wir nach und nach, Schritt für Schritt, haben wir aufgebaut unser Ergebnis 5 mal 5 mal 5 mal 5. Und das haben wir so lange gemacht, wie wir hier mitgezählt haben bei unserem E, damit wir also ja, insgesamt eben genau die richtige Anzahl von Malen, die den Wert der Basis mit sich selber multipliziert haben. Damit haben wir jetzt ein zweites Beispiel für ein Programm für die Registermaschine gesehen. Man lernt dieses Programmieren tatsächlich nur dadurch, dass man es ausprobiert. Wir müssen zum einen natürlich die Grundprinzipien verstanden haben, also die grundsätzliche Funktionsweise und die einzelnen Befehle in ihren verschiedenen Varianten. Dann können wir anfangen, solche Programme durchzuspielen, indem wir sie Schritt für Schritt ausführen und ausprobieren, was sie tun. Dabei sollte man sich immer Notizen machen. Man kann die Registerinhalte nicht im Kopf behalten. Dann folgt die Königsdisziplin, dass man diese Maschine selber zur Lösung eines gegebenen Problems programmiert. Alle diese Dinge werden wir auch in den Übungen natürlich noch mit euch durchspielen, sodass ihr euch damit weiter vertraut machen könnt. Im nächsten Video werde ich noch einmal einige wichtige Konzepte, die wir nun gesehen haben, kurz zusammenfassen. Als Beispiele sollen diese beiden Videos, dieses und das letzte, fürs Erste genügen. Tschüss, bis zum nächsten Video.